Die Welt von Das Schwarze Auge ist die Heimat vieler Götter und Kulte. Wesenheiten, die an manchen Orten für Dämonen gehalten werden, werden andernorts sogar als Götter verehrt. Andere Gottheiten gelten in fremden Kulturen als vergessen, werden nur als Halbgötter anerkannt oder sind in Wirklichkeit sogar sterblichen Ursprungs. In weiten Teilen Aventuriens ist das Götterbild aber recht geordnet. Man betet hier meist zu den 12 Göttern, einem Pantheon, das einer verbreiteten Vorstellung nach von seiner himmlischen Festung Alvaran aus über die Geschicke der Menschen wacht und ihnen wohlgesonnen ist. Dieses Götterbild ergab sich aus der Vermischung der Religionen der aventurischen Ureinwohner, wie Tulamiden und Zwergen, mit denen der Siedler aus dem Güldenland. Dennoch scheint dieser Kreis aus 6 Göttern und 6 Göttinnen tatsächlich gemeinsam zu herrschen. Ihr Anspruch wird durch Wunder und die Taten ihrer Heiligen bestätigt und scheint der kosmischen Wahrheit zu entsprechen. In der Welt des Schwarzen Auges glaubt man aber nicht nur an die Götter, man weiß vielmehr, dass es sie gibt und die unsterbliche Seele eines jeden Menschen ist sein höchstes Gut, das eines Tages in die Paradiese einkehren kann oder in die Niederhöllen fahren wird, sollte ihr Träger sich zum Beispiel mit einem der 12 Erzdämonen eingelassen haben, die den 12 Göttern als Todfeinde gegenüberstehen. Es ist die oberste Aufgabe der aventurischen Götterdiener, die Seelen der Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren. Jedem Gott ist ein passender Kalendermonat zugeordnet. Der liebreizenden Raja beispielsweise die Entsprechung zum irdischen Juni, dem toten Gott Boron gewidmet, ist das Äquivalent zu unserem November. Die 12 Götter sind jeweils hochspezialisiert. Über allen thront der Götterfürst Praios, dem Magie zuwider, Ordnung und Gerechtigkeit aber ein Wohlgefallen sind. Seine Schwestern Hesinde und Rondra hingegen stehen für Wissen und den ehrenhaften Kampf. Fex ist der Gott der Diebe und der Händler und Ingrim der Feuer- und Schmiedegott, dessen Verehrung die Menschen von den Zwergen übernommen haben. Neben den Erzdämonen haben die Götter jedoch noch einen weiteren großen Feind. Einst herrschte eine finstere Gottheit über die Welt, die heute nur noch als der Namenlose bekannt ist. Er wurde von seinen Geschwistern besiegt, doch übte er schreckliche Rache. Er riss einen Spalt in das Gefüge der Welt, in die Sternenmauer, die die Schöpfung von den Chaosreichen der Niederhöllen trennt, in denen die Dämonen hausen. Zur Strafe raubten ihm die 12 seinen Namen und ketteten ihn in die Bresche, die er selbst in den Sternenhimmel gerissen hatte. Doch die Macht des Namenlosen ist zu groß, um gebrochen zu werden. So wie jedem Gott im Pantheon ein Monat mit 30 Tagen zusteht, herrscht der Namenlose über die übrigen 5 Tage des Jahres. Sein Sternzeichen ist die Sternenlehre, die sich zu dieser Zeit zwischen den Zeichen der anderen Götter befindet. An diesen Tagen vermag er die Macht seiner Diener auf Aventurien zu mehren und seine Ketten weit genug zu lockern, um bösartigen Dämonen den Zugang zur Welt der Sterblichen zu gewähren. Es sind also diese 5 Tage zwischen den Monaten Raya und Praios, zu denen seltsamste Wesen umherwandern können und viele Menschen des Kontinentes ihre Häuser aus Angst nicht verlassen. Doch auch während des Rests des Jahres ist der Namenlose nicht vergessen. Seine Anhänger operieren jedoch im Verborgenen durch Heimtücke und Täuschung, nicht selten auch getarnt als Priester der anderen Götter. Sie sehen ihren Gott als den wahren, angestammten Herrscher des Kosmos und versprechen reiche Belohnungen für finstere Opfergaben. Angeblich haben ihre Intrigen und Mordanschläge die Geschichte der letzten Jahrtausende sogar stärker geprägt als alles andere, und ihre Zahl scheint eher zu wachsen als zu schwinden. Mehr über Aventurien erfahrt ihr auf den Seiten des Ulysses Verlags unter ulysses-spiele.de. Auf Orkenspalter TV findet ihr inzwischen über 100 Videos, die sich mit DSA beschäftigen. Reviews, Reportagen, Specials und Fanfilme. Nandurion.de hält euch mit umfassenden News zur Thematik auf dem Laufenden und bietet ausführliche Rezis in Textform. Und auf daedalic.de findet ihr alles zu den DSA-Computerspielen dieses Studios.